Ja, Lukas, mit einem 0-6 Erfolg gegen den Verbandsligisten SG Marping Moexweiler. Den Viertelfinaleinzug ins Saarlandpokal. Viertelfinale klar gemacht. Wie fühlt sich's an, dieses Spiel? Ja, ich denke, es ist immer gut, eine Runde weiterzukommen, auch Spielpraxis zu sammeln für die, die jetzt die letzten Wochen vielleicht nicht so viel gespielt haben. Und ja, ich denke, die ersten 20 Minuten haben wir ein bisschen gebraucht. Ist auch nicht immer einfach gegen so einen Gegner, der wirft alles rein, aber dann, als das erste Tor gefallen ist, wurde es immer besser. Und ja. Nach dem Spiel in Aue war ja ein ganz anderes Spiel. Es hat unheimlich viel Körner auch gekostet, viel Kraft. Wie war es da mental, jetzt in so ein Spiel nochmal reinzugehen? Ja, ich denke, es tut gut, mit dem Sieg Richtung Dortmund zu schauen und dass wir da die 3 Punkte holen. Hast Dortmund jetzt schon selbst angesprochen, wie blickst du voraus? Ja, ich denke, eine zweite Mannschaft, die können immer gut Fußball spielen. Wir müssen eklig sein, den Spaß am Fußballspielen nehmen und dann denke ich, könnte es gut laufen. Danke dir. Gerne. Horst, hier draußen ist es schon gut kalt geworden, aber deine Mannschaft darf jetzt auch offiziell im Saarlandpokal überwintern. Nach einem 0-6 Erfolg fühlt sich gut an, oder? Ja, wir haben sehr seriös angefangen. Wir haben zwar eine Chance zugelassen, gerade zu Beginn, wo wir in Rückstand geraten können. Ansonsten haben wir das sehr gut verteidigt und nach vorne hin immer wieder Angriffe gefahren, wo ich das Gefühl hatte, okay, jetzt brauchen wir noch den letzten Punch, um durchzukommen. Das haben wir dann geschafft im Laufe der ersten Halbzeit. Und wenn wir dann in der Halbzeit 4-0 führen, dann haben wir ein gutes Ergebnis gegen Verbandsligisten erreicht. Und die zweite Halbzeit, dass dann vielleicht ein bisschen weniger investiert wird, um noch mehr am Ergebnis zu schrauben, das ist auch verständlich. Wir haben am Samstag wieder ein wichtiges Spiel gegen Dortmund und dementsprechend ist das dann zweite Halbzeit etwas weniger gewesen, aber grundsätzlich erstmal eine sehr seriöse Leistung. Die ersten 20 Minuten vielleicht so ein bisschen Ähnlichkeit gehabt mit dem Spiel in Bessering, wo der Gegner ja viel Druck gemacht hat, gut dagegen gehalten hat und dann kam deine Mannschaft ins Laufen. Ja, es ist einfach auch jetzt nochmal eine Liga höher. Die Jungs haben Anschluss nach oben, die sind in der Tabellenspitze in dieser Liga. Insofern haben sie auch mehr drauf als vielleicht diese Liga. Das wird sich zeigen im Laufe der Runde bei den Marpingern. Ja, dementsprechend müssen wir erstmal das bespielen und sie können alle gut verteidigen und solange die Kraft reicht, sind auch Möglichkeiten dann eben nach vorne zu entwickeln beim Gegner da. Wie gesagt, wir haben bis auf die eine Chance, glaube ich, erste Halbzeit dann auch nichts mehr zugelassen. Haben wir dann gut gemacht und dann, als die Tore gefallen sind, sind alle, glaube ich, etwas erleichterter gewesen und haben dann noch nachgelegt. Insofern haben wir gute Angriffe gefahren, gut kombiniert und wenig dummes Zeug gespielt. In Aue einen guten Punkt erspielt, heute den Viertelfinaleinzug im Saarlandpokal klargemacht. Das gibt Motivation für Dortmund 2, oder? Ja, wir haben fast immer Motivation. Ja, das ist einfach klar, dass ich sage, solange wir ein Trikot anhaben und sobald wir ein Trikot anhaben, haben wir den Auftrag für unseren Verein, das Beste zu geben und gute Leistung zu bringen. Egal wie das Ergebnis am Ende sein wird, erwarte ich einfach, dass wir immer wieder Bestleistung bringen und das wollen wir gegen Dortmund auch machen. Wir haben natürlich das Bestreben gehabt, heute weiterzukommen. Das haben wir geschafft und dementsprechend darf die Motivation hoch bleiben. Letzte Frage, war heute eine schöne Kulisse hier. Auch viele Fans, die jetzt nach dem Spiel noch zu euch gekommen sind, war schön mit anzusehen, oder? Ja, war toll. Es ist so, dass wir bei den Pokalspielen in den letzten Jahren nicht ganz so viele Fans hatten, finde ich. Das war das zweite Mal jetzt schon, dass relativ viele Zuschauer unsere Spiele sich anschauen wollen und dementsprechend bin ich sehr erfreut darüber, dass die Resonanz größer wird und das Interesse an unserem Verein einfach wächst. Danke, Horst. Gerne.